Der Pre-Game-Talk ist zurück. Wir freuen uns, wir haben uns neu aufgestellt und sind jetzt für euch wieder auf Sendung vor den Heimspielen der Wild Wings. Und naja, wer wäre besser für eine Comeback-Aufnahme als ein Mann, der im Schwenninger Nachwuchs Eishockey gespielt hat, der bei den Profis aktiv war und jetzt sogar im Backoffice bei den Wild Wings eine neue Heimat gefunden hat. Kai Herpich, ich grüße dich. Grüß dich, Christian. Wie geht's dir? Was macht die Karriere nach der Karriere? Du bist jetzt bei uns für das Thema Sponsoring, Vermarktung zuständig. Bevor wir auf das Geschehen auf dem Eis zurückkommen, wenn die Wild Wings gegen den EHC Ingolstadt antreten beim nächsten Heimspiel. Na, eine Frage an dich, wie ist es für dich im Backoffice? Ja, schön wieder zurück zu sein bei den Wild Wings. Hat mich gefreut, jetzt wieder im Team sein zu können und bisher geht es mir gut. Ich habe mich jetzt die ersten Monate gut eingelebt und habe auf jeden Fall viel Spaß. Gib uns ein paar Einblicke, was sind so deine Aufgabenfelder? Ich habe es ganz kurz angerissen, Sponsoring, Vermarktung, was darf man sich da im Daily Business drunter verstehen? Ja, es ist sehr breit gefächert. Natürlich die Vermarktungsflächen im Stadion, davon gibt es einige. Die Sponsorenpflege, das geht los mit Verträgen machen. Einfach Stammdatenpflege ist sehr vielseitig. Es gibt natürlich auch noch Sponsoren-Events, die wir betreuen und da ist einiges geboten. Wir sind ja jetzt ja auch in der Karl-Storz-Lounge, auch ja, für dich jetzt als nicht mehr aktiver Spieler schon auch was, wo man sieht, dass Schwenningen rundherum wächst. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, hier im Stadion hat man das jetzt ganz gut gesehen die letzten Jahre. Die Hospitality-Bereiche ausgebaut worden und ich denke, da haben wir jetzt ein super Angebot für jeden Geschmack. Prima, dann zurück zur Action auf dem Eis. Die Wild Wings kommen, naja, aus einer sehr schizophrenen Saison bisher, kann man fast schon sagen. Die ersten 6 Saisonspiele 12 Punkte geholt, in den letzten 6 nur einen. Macht 13 Punkte insgesamt, ist noch okay, aber der Trend sollte sich jetzt natürlich nicht weiter fortsetzen. Was hast du gerade so für ein Gefühl, was könnte gegen den EHC Ingolstadt vielleicht entscheidend sein, um die Trendwende herbeiführen zu können? Ja, ich denke, wir müssen einfach wieder zu dem einfachen Spiel zurückfinden. Einfach mehr Druck in der offensiven Zone haben, einfach weiter Gas nach vorne geben, mehr Scheiben zum Tor, Rebounds kreieren und auch bei den Rebounds da sein. Ich denke, das könnte den Unterschied machen. In der Pressekonferenz haben sowohl Harry als auch Joachim Eriksson angesprochen, es braucht noch so ein bisschen mehr Gier vor beiden Toren, sowohl vor dem eigenen, um dann eben die gegnerischen Angreifer fernzuhalten oder dann auch die Scheibe zu klären, aber vor allen Dingen natürlich auch vor dem Tor des Gegners in Form der Offensivaktionen. Was kann man das trainieren? Auf was kommt es da an? Oder ist es einfach noch eine Sache, okay, für jeden Einzelnen da nochmal die letzten Millimeter rauszuholen? Ja, ist einfach eine Kopfsache, glaube ich. Einfach bereit zu sein, in die extrem unangenehme Gegend da vorm Tor zu gehen. Da tut es weh, aber es ist genau da, wo man hin muss. Und die erfolgreichen Teams, die machen das. Und da müssen wir auch versuchen, einfach wieder in den Flow zu kommen, um dort präsenter zu sein. Es gibt dennoch viele Teile des Spiels. Wir haben auch die Statistiken hier vorliegen, die gar nicht so schlecht sind, weshalb ja nach wie vor die Basis eigentlich da ist, um hier auch erfolgreiches Eishockey zu spielen. Die Unterzahlquote jetzt auch, wenn man es in den Direktvergleich mit dem EHC Ingolstadt sieht, ist bei 83,3% bei den Wild Wings und der EHC mit 78%. Also das sind ja alles gute Zahlen. Auch die Fangquote deutlich besser bei den Wild Wings, das Powerplay deutlich besser. Nur an einer Stelle ist es schlechter, die Torschusseffizienz. Sind das genau die Dinge, wo man sieht, dass die Basis eigentlich da ist, aber wenn die Scheibe nicht über die Linie geht, hat man eben das ein oder andere Problem? Ja, oft machen ja die Special Teams den Unterschied. Und ich denke, unsere funktionieren eigentlich zurzeit relativ gut. Und da müssen wir jetzt einfach beim 5 gegen 5 aktiver werden. Mehr zum Tor und natürlich auch Schüsse mit Qualität, Torchancen kreieren und einfach bereit sein für den Rebound. Jetzt ist der EHC Ingolstadt, die Panthers sind im Grunde rund erneuert, Topscorer abgegeben, zum Beispiel Brandon DeFazio spielt jetzt bei uns, aber die haben es geschafft, dass da Leute nachkommen. Ich glaube auch Louis-Marc Aupry jetzt war immer eine große Nummer in Ingolstadt, spielt jetzt in Köln. Grundsätzlich aber immer ein sehr, sehr spielstarker Gegner, die Schanzer, oder? Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man in Ingolstadt spielt, ist ein sehr schwieriges Spiel gegen Ingolstadt. Laufen sehr viel, sind sehr stabil auf dem Eis und sehr unangenehm zu spielen, auf jeden Fall. Jetzt kommen die Schanzer auf Platz 4 liegend, haben sich da eher von, sagen wir mal,
von Stück für Stück von unten nach oben gearbeitet die letzten Wochen. Was hast du bisher so von Eindruck von den Jungs? Ja, ist auf jeden Fall wieder eine gute Truppe. Sind nicht umsonst auf dem vierten Platz. Ich denke, einfach ein gutes Team, was einfach einen guten Flow hat momentan. Und da gilt es einfach, das Tempo rauszunehmen und den Flow zu unterbrechen. Ob es wirklich einfach wird, liegt auch sicherlich an der Performance von den Wild Wings. Harry Kreis auch immer sehr stark darauf fokussiert, dass das eigene Spiel, dass die eigenen, sag ich mal, Prozesse und Abläufe funktionieren. Wenn man jetzt die letzten Spiele so sieht, es war letztlich einfach so, dass vor dem gegnerischen Tor zu wenig passiert ist, oder? Ich meine, Torhüterleistung top von beiden Goalies, egal wer drin stande, defensiv auch solide. Ich glaube, von allen Mannschaften jenseits von Platz 8 die wenigsten Tore kassiert oder mit die wenigsten. Wie schafft man das? Du warst selber Stürmer. Wie kriegt man diese Geiligkeit, diese Gier vor dem Tor wieder hin? Und natürlich, was auch auffällt, ist, dass das Scoring natürlich auch auf ein paar mehr Schultern verteilt werden könnte. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, am Anfang hat es direkt gut geklappt. Die ganzen Neuzugänge haben gleich alle gut getroffen. Und man muss einfach, der Punkt muss einfach kommen, wo es selbstverständlich wird, Tore zu schießen. Und das macht, gute Teams machen das einfach, die schießen Tore. Und wenn man dann einmal dieses Gefühl hat und im Rollen ist, dann bleibt es einfach. Und das Gefühl muss man dann einfach mit sich tragen. Und ich denke einfach, das ist der Punkt, dass wir wieder dorthin kommen müssen, Tore zu schießen. Jetzt hat der Trainer auch wieder erwähnt in der PK gestern, dass er nochmal ein Augenmerk draufgelegt hat, jedem Spieler wirklich nochmal detailliert mitzugeben, was seine Aufgabe ist. Klar, hat jeder Spieler vor dem Spiel, bekommt die mit, aber nochmal detailliert zu sagen, okay, was die Erwartungen sind. Ist es auch wichtig, dass man, gerade wenn vielleicht mal die Ergebnisse nicht so kommen, noch klarer formuliert, weil dieser Flow nicht da ist, dieses Natürliche, dass es so von alleine geht, dass der Trainer einem noch ein bisschen mehr an die Hand gibt, ohne einen natürlich in seiner Freiheit einzuschränken? Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist, aus so einer Niederlagenserie kommt man jetzt nicht durch einen Spieler raus. Da muss einfach das komplette Konstrukt muss funktionieren und da muss einfach jedem bewusst sein, was seine Aufgaben sind, die kleinen Aufgaben, wo dann im Endeffekt zum Sieg herbeiführen. Und ja, da muss einfach jeder an sich arbeiten und da muss natürlich auch der Trainer die Jungs so optimal einstellen, dass es jedem bewusst ist, was seine Aufgabe ist, das dann am Schluss zum Sieg führt. Kann man sagen, dass der beste Spieler die Mannschaft ist? Ja, das muss es sein, weil so gewinnen die großen Teams. Kai, es geht weiterhin Schlag auf Schlag. Es kommen nach Ingolstadt dann, wir wollen nicht zu weit vorausschauen, aber es ist, glaube ich, trotzdem eine Erwähnung wert, München, Straubing, Nürnberg, Frankfurt. Das heißt, es ist wenig Zeit nachzudenken, aber ist es vielleicht jetzt auch eine Chance, nicht auf dem Sofa zu sitzen eine Woche und nachzugrübeln, warum es wieder jetzt nicht zu einem Sieg gereicht hat, sondern zu sagen, hey, wir haben fast jeden Tag die Chance, es besser zu machen, unseren Prozess, unsere Entwicklung voranzutreiben, um dann auch wieder Punkte einzufahren? Ja, auf jeden Fall. Man muss einfach von Spiel zu Spiel denken. Heute ist das nächste Spiel, Freitagabend daheim, man hat eine Chance, wieder aus der Niederlagenserie rauszukommen. Und dann, Fokus liegt voll auf heute, einfach die Punkte mitnehmen daheim und dann am Sonntag kommt das nächste Spiel. So muss man einfach denken und sich gar nicht groß im Kopf machen, was war, was ist. Einfach fokussieren auf das nächste Spiel. Wie ist es so als Sportler, als Profisportler, als Athlet, kriegt man den Kopf, kriegt man das aus dem Kopf raus oder setzt sich das irgendwann fest? Weil ich glaube, das ist ja das Verkehrteste, was du machen darfst. Die ersten 6 Spiele waren gut, 2 Punkte pro Spiel im Schnitt. Dann jetzt eben nur 1 Punkt aus 6 Spielen, wir haben es angesprochen. Aber grundsätzlich ist ja gar nichts passiert. Ja, wir haben noch genug Spiele in der Saison. Man muss jetzt einfach sich bewusst werden, wo man momentan steht, wo die Fehler sind, muss die verbessern und einfach wieder auf eine Erfolgsspur kommen. Und wie du gesagt hast, Kopf machen darf man nicht, sollte man nicht. Klar, es ist sehr schwierig, sich nicht den Kopf zu machen, aber man sollte spätestens nach Spielende, nach einer Niederlage, wenn man ins Bett geht und sich zum Schlafen legt, am nächsten Morgen aufwachen und einfach wieder mit einem positiven Feeling in den Tag starten, einfach wieder versuchen, sein Bestes zu geben und ja, sich einfach nicht zu große Gedanken machen. Wer die Eishockey-Berichterstattung verfolgt, hat auch immer Rick Goldmann im Ohr als Experte vom
DSF, früher Sport 1, jetzt Magenta Sport, der immer wieder sagt, es kommt auf die Kleinigkeiten an. Die guten Spieler machen die Kleinigkeiten richtig. Auf was für Kleinigkeiten wird es heute gegen Ingolstadt ankommen? Ja, ich denke einfach, wir müssen darauf achten, heute an der Halfwall bei den Breakouts die Scheibe gut rauszukriegen, einfach Turnover an beiden blauen Linien zu vermeiden und einfach enormen Druck nach vorne auszuüben. Und jetzt nicht nur im Drittel, sondern auch beim Vorcheck dann, also einfach versuchen, unangenehm zu sein für die Verteidiger, viel zu laufen, viel unter Druck setzen und einfach immer direkt am Mann zu sein, sobald er die Scheibe hat. Letztlich, wenn ich deine Aussagen zusammenfasse, ist es eine Frage der Intensität, der Bereitschaft, des Willens, immer diese Basisfaktoren reinzubringen, weil ich glaube, über die kommt dann ja irgendwann auch die spielerische Sicherheit zurück. Ja, auf jeden Fall. Man muss einfach immer die gleichen Sachen genau richtig machen und irgendwann float sich das dann alles ein und einfach nichts versuchen, was man eigentlich gar nicht kann, sondern einfach auf das fokussieren, was man kann, indem man gut ist, weil somit sind mit den Attributen sind die Jungs auch alle in der ersten Liga. Mit ihren Stärken sozusagen. Auf jeden Fall. Und diese gilt es heute auszuspielen. Genau. So, das waren doch nochmal zum Schluss zwei, drei prägnante Aussagen von dir. Kai, wie geht's aus? Ja, ich bin natürlich positiv gestimmt. Ich erwarte heute einen 4:2 Heimsieg. Prima, den nehmen wir mit. Hat mich gefreut, dass es geklappt hat heute mit dir und auch für euch, dass wir euch neue, alte Einblicke geben konnten. Ich glaube, es ist immer ganz interessant, gerade auch mit jemandem wie Kai sprechen zu dürfen, der viele Seiten des Eishockeys schon live miterlebt hat. Und jetzt heißt es einfach, nicht irgendwie in Euphorie auszubrechen, sondern Vertrauen zu haben. Nicht nur die Jungs auf dem Eis, denn sie haben gezeigt, dass es geht dieses Jahr. Sie haben gute Spiele abgeliefert und auch von unserer Seite einfach mit einer Bereitschaft in das Spiel zu gehen, die Jungs bestmöglich zu unterstützen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, sehe ich auch so. Gerade die letzten Spiele, die Stimmung war enorm gut. Die Derbys, also die Halle hat gebebt und wir müssen einfach alle hinter dem Team stehen. Einfach jeder sein Part für sich machen im Endeffekt und einfach weiter Gas geben. Und dann würden wir zusammen auch wieder die nötigen Punkte einfahren und wir hoffen alle, dass wir heute damit beginnen. Auf jeden Fall. Kai, vielen Dank dir, vielen Dank euch fürs Reinschalten und lasst gerne ein paar Kommentare da. Wenn ihr das Format weiterhin gut findet, dann sind wir häufiger wieder auf Sendung für euch. Wir haben es angesprochen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend heute und ein erfolgreiches Spiel der Wild Wings. Danke, Christian, und einen schönen Abend. Ciao.